Moin, Flexdoc hier. Ich bin ganz aufgeregt, denn wir haben sie bekommen, die Legendary Maus zum unverschämt hohen Preis. Warum wir die feine Maus bekommen haben, wissen wir nicht so ganz. Wahrscheinlich, weil wir Breidenker sind. Wir denken halt nur Brei, meistens Haferbrei. Schon an der Verpackung sieht man natürlich, was hier Hochwertiges drin sein muss, was einen hier erwartet. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Oh. Eine Maus mit Diamanten drauf für 100.000 Euro, dass da noch nicht jemand vorher drauf gekommen ist. Wenn man Diamanten auf einer Maus verbaut, dann steigert das die Framerate um 20% und vor allen Dingen die Debounce-Zeit sinkt auf minus 6 Millisekunden. Das heißt, der Klick wird schon verarbeitet, bevor man überhaupt weiß, dass man klicken will. Fantastisch. Aber jetzt mal im Ernst, das Ding ist gar nicht schlecht. Ich bin immer noch relativ platt. Denn dies ist auf jeden Fall die mit Abstand beste Gaming-Maus von HK Gaming bisher. Das Ding schimpft sich Sirius M und die Specs, naja, kommen wir zu den Specs. Auf dem Papier sind die Mäuse von HK Gaming nie richtig schlecht, auf dem Mauspad dann aber schon. Die Specs hier stellen sich da mit einer 3360 Sensor, Omron 20 Millionen Klicks, dann das Gewicht ist 58,8 Gramm, 54 Gramm ist angegeben. Die Maße sind 121,7 x 61,7 x 37,8. Mit der Sirius M hat sich HK Gaming eindeutig selbst übertroffen. Die Sirius M ist eine Kopie einer Maus, die es noch gar nicht gibt. Das ist selbst für HK Gaming ein neuer Rekord. Sie liegt in der Größe zwischen der Ultralight 2 von Final Mouse und der AR58 und genau in dieser Größenordnung wird vermutlich auch die Legendary Maus, also die neue Maus von Final Mouse, die jetzt im Mai erscheint, liegen. Die soll es ja in einer S-Variante in der Größe der Ultralight 2 und in einer Medium-Variante, die ungefähr hier bei der Sirius M liegen müsste, liegen. Die Sirius M liegt also von der Größe ungefähr zwischen Ultralight 2 und Ninja AR58 von Final Mouse. Die AR58 war für viele Gamer etwas zu groß. Für mich passt sie von der Breite, ich finde sie etwas zu lang. Und die Ultralight 2 ist im Prinzip, wenn man ehrlich ist, für alle zu klein. Also es sei denn, man hat eine 8 cm oder 8,5 cm breite Hand, ist so ein Dritt- oder Viertklässler, dann ist das halt wieder eine normale Maus. Aber eigentlich ja, ist die Ultralight 2 schon zu klein. Aber die Sirius M ist nicht nur meiner Meinung nach von der Größe und vom Verhältnis Länge zur Breite erheblich besser, als das die AR58 oder die Ultralight 2 ist. Sie hat auch eine grandiose Innovation, nämlich keine Löcher in den Seitenteilen, so wie hier oder hier. Viele User, inklusive meiner einer, empfinden das halt als störend. Und dass hier die Seitenteile glatt sind, ohne Löcher, was auch nicht viel bringt, in die kleinen Seitenteile bei einer Maus Löcher rein fabrizieren, hat nicht viel Gewichtverlust zur Folge. Das ist eine echt gute Idee und das wertet die Maus doch schon sehr auf. Nun ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns über ein Like freuen. Möchtet ihr über weitere Videos von unserem Kanal informiert werden, dann klickt auf Abonnieren und folgt uns auf Twitter. Fangen wir mit dem Sensor an. Es ist der 3360 verbaut und der ist ja erwiesenermaßen gut genug. Ein 3389 oder vergleichbare wären natürlich besser, aber wir wollen mal nicht meckern. Die letzten Mäuse, die wir im Test hatten, waren alle mit 3360. Das scheint irgendwo im Moment wieder Mode zu sein oder die Sensoren sind einfacher zu bekommen. Und eigentlich ist die Leistung komplett zufriedenstellend. Bei den Klicks wurden hier Omron 20 Millionen verbaut und die mag ich, auch wenn das eine unpopuläre Meinung ist, da die Leute immer mehr zu Kyle switchen. Punkt für Wortspiel.
Naja, jedenfalls sind Keil-Switches wohl im Moment so eher en vogue, aber ich mag die 20 Millionen Omron-Switches. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so auf die Klicks der Logitech-Mäuse stehe. Die Tasten sind sehr leichtgängig und haben wenig Pre-Travel. Das sorgt dafür, dass im Human-Benchmark-Tests sie mit 160 Millisekunden überraschenderweise nah an der Spitzengruppe der Mäuse ist. Und das ist eine absolute Premiere für HK Gaming. Hier sind die Klicks wirklich richtig, richtig gut. Wenig Pre-Travel, geringe Debounce-Zeit, offenbar sehr gut angepasste Firmware. Kann man nicht meckern. Ganz hervorragende Klicks. Das Gewicht der Sirius M ist mit 58,8 Gramm sehr, sehr niedrig. Aber warum werden hier wieder fast 5 Gramm weggelogen? Das ist einfach unseriös. Wie muss man sich die Diskussion zwischen der Technik und der Marketingabteilung bei HK Gaming vorstellen? Fight. Hey, könnt ihr die Maus auf 54 Gramm wiegen? Weil das brauchen wir, damit wir oder die Kunden uns mit der Final Maus, die wahrscheinlich 44 Gramm wiegt, verwechseln werden. Nein, das geht nicht, die ist viel schwerer. Und wenn wir das Kabel rausnehmen, das machen wir sowieso. Ah, das reicht nicht? Nein. Und wenn wir den Stressrelief rausnehmen, der gehört eigentlich zum Gehäuse, aber gut, nehmen wir auch raus, aber reicht nicht. Und was ist mit der Buchse auf der Platine, wo der Stecker reingesteckt wird? Können wir den rauslöten? Ja, klar, können wir machen, aber reicht nicht. Wenn wir die Platine rausschmeißen? Die Platine rausschmeißen? Ja. Würde gehen, aber dann ist sie viel leichter. Okay, und wenn wir die Switches wieder ins Gehäuse reinlegen und wiegen? Das könnte gehen. Alles klar, so machen wir es. Das Kabel ist sehr okay, wie bei den anderen HK-Mäusen auch. Es ist zwar erheblich dicker, erinnert ein bisschen an die Xtrify-Mäuse, aber es ist auf jeden Fall sehr flexibel. Gar kein Vergleich zu dem Kram, den Razer und Rocket zum Beispiel als Flexkabel bezeichnet. Die Seitentasten sind natürlich auch wie bei der Final Maus. Sie müssen halt anders gedrückt werden als das Tasten, wie zum Beispiel bei der XM1, die ich für ziemlich ideal halte. Wenn man die Maus in der Hand hat, drückt man im Prinzip mit dem Gelenk. Durch eine ganz geringe Bewegung des Daumengelenks drückt man die Seitentaste. Das ist halt so bei Final Maus oder hier bei der HK Gaming Sirius M nicht möglich. Hier muss man die Taste schon mit der Daumenspitze betätigen. Wenn man sich dabei mal dran gewöhnt hat, ist das ähnlich auch wie bei den Glorious-Mäusen, bei der Model O zumindest, so dass halt einfach die Art und Weise, wie man durch minimale Bewegung die Seitentaste drückt, etwas anders ist, aber es geht. Ich halte das immer noch für die perfekte Lösung. Hier die geschwungene Taste, die nach hier runter geht, sodass man sie mit dem Gelenk betätigen kann, aber nach einer gewissen Eingewöhnungszeit geht das auch hier und so kann man einfach nur sagen, geringer Pre-Travel, Seitentasten sind in Ordnung, wenn man gelernt hat, mit ihnen umzugehen. Das Scrollrad der Sirius M ist richtig gut. Allerdings nur im Vergleich zum Scrollrad der Final Maus, denn das ist eine komplette Katastrophe. Man hat sozusagen gar keine taktilen Steps hier und beim Klicken aus Versehen drehen. Da ist bei der Final Maus an der Tagesordnung. Es fühlt sich ähnlich an, das Scrollrad der Sirius M, hat aber doch eindeutig definierte Steps, so dass, ja, also das Drehgefühl ist erheblich besser, aber es ist natürlich kein richtig gutes Scrollrad, nur es fühlt sich ähnlich an wie das der Final Maus, nur ein Ticken besser. Die Glides gleiten richtig gut, es sind 100% PTFE. Füße. Was man beachten muss, ist, je nach Mauspad können sie vielleicht etwas kratzig und hakelig werden, weil sie eben nicht abgerundet sind, sondern flach. Das heißt, je nachdem, wie weich ein Mauspad ist, wie tief man es reindrückt oder wie rau es ist, kann es schon wie bei allen Glides, die flach sind, ja, zu einem leichten Kratzen und einem etwas erhöhten Widerstand kommen. Es ist halt kein Vergleich zu Aftermarket Skates, wie zum Beispiel die von Corepads oder die Stock Skates von Rocket, zum Beispiel von der Rocket Burst. Die sind natürlich um Längen besser. Unser Fazit zur Sirius M von HK Gaming. Ich weiß nicht, ob wir hier nur eine gelungene Version der Sirius M bekommen haben, aber wenn alle Badges so sind, dann ist diese Maus ein richtiger Treffer. Eigentlich haben wir die Maus nur gekauft, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die neue legendäre Final Maus in der Größe M wohl anfühlen wird. Dass die Sirius M
sich dann als eine so gute Maus entpuppt, damit hat keiner gerechnet. Ich weiß nicht, was an den Gerüchten dran ist, dass sich HK Gaming aus der Gaming-Maus-Sparte zurückzieht, aber wenn dem so ist, dann war die Sirius M zum Abschluss die mit Abstand gelungenste Maus. Eigentlich sollte die Sirius M überhaupt nicht mehr auf den deutschen Markt kommen, wir haben sie aber ganz normal bei Amazon kaufen können. Vielleicht ist alles auch nur ein Gerücht, wacht mir mal ab. Keine Ahnung. So, das war unser Review zur Sirius M von HK Gaming, Flexstock